Was geht ab, Leute? Es regnet seit Tagen, 5 oder 6 Tage, um genau zu sein. Und ich habe keine Lust, nochmal rauszugehen, komplett matschig zu werden. Denn hier sind ein paar Bilder von meiner letzten Tour. Ja, es war einfach, das war am ersten Tag und es regnet seitdem durchgehend. Also machen wir heute was anderes, denn ich zeige euch heute, wie man in einer Garage immer noch fahren lernt. Egal ob in einer kleinen Garage oder in dem Fall einer großen. Für alles gibt es Übungen und das ohne Indoor-Trainer. Legen wir los! Okay, angefangen natürlich an einem ganz kleinen Platz. Das ist jetzt unsere kleine Garage. So viel Platz solltet ihr haben, wenn ihr ein Auto rausfahrt oder irgendwo was zum Unterdachen fehlt. Also, der erste Move, der Trackstand. Ihr könnt anfangen, indem ihr eure Bremsen dabei noch benutzt, Pedale auf einer Ebene und einfach Gleichgewicht halten. Und wenn ihr besser seid, macht ihr die Bremsen weg. Dieser Move macht euch nicht nur schneller auf den Trails, beziehungsweise ihr könnt da was auschecken, sondern auch auf euren täglichen Fahrten, zum Beispiel an den Ampeln. Hier oben ist der Link. Auf zum nächsten Move. Okay, zum nächsten Move. Enge Kurven. Einfach hinstellen, vorsichtig, ganz langsam, ganz enge Kurven und ihr seid da. Natürlich könnt ihr auch euer Hinterrad versetzen. Hä? Wo ist die Kamera? Oh ja, stimmt. Kleine Hopser und ihr könnt so eine 180 lernen. Passt nur auf euren Hund auf, wenn ihr einen habt oder auf die Decke. Eine andere Art und Weise für einen Trackstand, macht euch nicht schneller, aber cooler, ist der hier. Ein Fuß auf dem Pedal, einer auf dem Reifen und balanciert. Easy und sieht, wie gesagt, cool aus. Was können wir also mit mittlerem Platz machen? Naja, angefangen können wir zum Beispiel ein Endo probieren und daraus rückwärts fahren, was ich nicht kann. Auch eine Alternative mit wenig Platz ist zum Beispiel ein Wheelie. Nach einem Wheelie können wir natürlich auch einen Manual üben. Von einem Manual sind wir nicht weit entfernt zu einem Bunny Hop, nur passt hier auf euren Kopf auf. Natürlich übrig nach einem Endo. Wir haben noch den Endo Turn. Passt nur auf euren Hund auf. Natürlich könnt ihr auch Sprünge üben, wie zum Beispiel No-Footer. Ich empfehle Flats. Versucht eure Reifensprünge, wenn ihr die könnt. Ich finde sie sehr schwer. Ihr braucht etwas Platz nach oben. Einfach aufs Hinterrad und springen. Und wenn ihr Platz habt, könnt ihr natürlich alles machen mit etwas mehr Speed. Wie zum Beispiel Manuals. Oder schaut mit euren Freunden, wer den größten Wheelie hat. Mein letzter Tipp, wenn ihr wirklich, wirklich viel Platz habt und immer noch trainieren wollt, ein Intervalltraining. Heißt, ihr sprintet in eine Richtung auf dem Rad, rollt langsam zurück und wiederholt das. Also, und fahrt gemütlich zurück. Ihr könnt natürlich alles kombinieren. Miteinander schneller machen, wie dem auch sei. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare. Danke fürs Zusehen, abonnieren und bis zum nächsten Mal.